Der Strickplaner hilft dabei, Ziele zu erreichen und umzusetzen. Und welche Tools wir im Strickplaner haben dafür, das zeige ich euch heute. Erstmal haben wir hier eine ganz wunderbare Seite, eine ganz tolle Doppelseite mit Zielen. Ich finde es total schön, sich am Ende des Jahres mal hinzusetzen und sich zu überlegen, was sind eigentlich meine Ziele, was möchte ich eigentlich? Hier haben wir das aufgeteilt nach persönliche Ziele, und zwar einmal Jahresziele und dann Lebensziele. Auch das finde ich immer ganz schön, sich mal zu überlegen, worum geht es mir eigentlich? Ja, persönliches, das sind so Dinge, die mich selber betreffen, vielleicht zum Beispiel Sport oder wie ich mich fortbilden möchte. Dann das Thema Familie, Freunde, Soziales. Um wen möchte ich mich besonders kümmern? Wen möchte ich gerne treffen? Mit wem möchte ich Kontakt halten und wo möchte ich neuen Kontakt aufbauen? Dann bei der Arbeit ganz klar, da gibt es immer irgendwas, was zu tun ist, wo man sich drum kümmern kann und wie man sich weiterentwickeln kann. Und hier bei Kreatives, das wären dann zum Beispiel die Ziele, was ich mal stricken oder designen möchte. Oder welche Strickprojekte ich gerne beenden will oder welche neuen kreativen Abenteuer ich gerne mir zumuten möchte in diesem Jahr. Ja, und dann haben wir oben hier noch diesen Jahresausblick. Der ist auch ganz spannend für die kommenden 7 Jahre, dass man irgendwie so langfristig mal guckt. Vielleicht gibt es irgendwie ein Jahr, wo dann vielleicht eines der Kinder einen Schulabschluss macht oder wo ein runder Geburtstag ansteht. Das kann man da dann auch hin planen. Und hier vielleicht schon mal ganz konkret, welche Dinge in welchem Monat vielleicht anliegen, wo man wen treffen kann oder wann Seminare sind, die wir besuchen könnten und so weiter. Also diese Ziele einmal zu formulieren und festzuhalten, das ist eine schöne Übung und ich finde, einmal im Jahr kann man das gut machen. Dann gibt es hier, wenn das Jahr dann zu Ende ist, kann man hier zurückgehen und sich einmal diesen Jahresrückblick anschauen und irgendwie gucken, was habe ich denn eigentlich umgesetzt? Davon bin ich irgendwie weitergekommen bei meinen Zielen. Und wenn ja, woran lag es? Und wenn nicht, woran lag es dann? Und was kann ich im kommenden Jahr besser machen? Ja, und was dann ganz toll ist, wenn man diese Ziele formuliert hat, da haben wir letztes Mal ja schon gesehen, wir können dann zum Beispiel bei der Quartalsplanung eben auch schon gucken, dass ich jetzt die Ziele, die ich mir fürs Jahr vorgenommen habe, hier auch in diese im Quartal ins Quartal mit reinnehme und dann eben sehe, was möchte ich davon in diesem Quartal umsetzen, weil dann wird es nämlich schon sehr viel konkreter. Und wenn ich das Ganze auf tägliche Aktivitäten runterbreche, dann kann ich hier diese Tracking-Seiten benutzen. Also wenn zum Beispiel mein Ziel wäre, ich möchte mich mehr bewegen, dann würde ich das hier vorne rein eintragen. Bei meinem Jahresziel, ne? Also wenn ich hier sage, mein Jahresziel ist irgendwie, ich möchte fitter werden, dann wäre irgendwie mein Quartalsziel, ja, ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen und das kann ich dann zum Beispiel hier in meinem Tracker auch festhalten, dass ich sage, ich möchte jeden Tag 30 Minuten mich bewegen, indem ich spazieren gehe. Und jeden Tag, wo ich das dann geschafft habe, kann ich hier ein Kästchen ausfüllen. Und wenn man besonders kreativ ist oder Farben mag, dann ist das auch ganz süß, wenn man das mit einem bunten Stift macht. Also spazieren gehen 30 Minuten. Da würde ich dann immer an den Tagen, an denen ich das geschafft habe, ein Kästchen ausfüllen und habe dann hier gleich so ein bisschen mein kleines Erfolgserlebnis. Hier oben kann ich Anmerkungen eintragen dazu, wie die Woche so gewesen ist und hier eben Dinge, die in diesem Quartal anliegen. Und hier könnte ich am Ende des Quartals noch eintragen, was positiv oder was negativ gelaufen ist. Ja, und das gibt es für jedes Quartal. Und das Schöne ist, diese Tracker, die viele Leute, die ein Bullet Journal haben, sich erst mühsam zeichnen müssen, die sind alle in diesem Strickplaner schon abgedruckt. Hier habe ich die Tools schon da und ich kann direkt loslegen damit, meine Ziele zu erreichen. Ja, im nächsten Video kümmern wir uns dann um die Seiten im Strickplaner, in denen es konkret ums Stricken geht
Und da hoffe ich, dass ihr dann wieder dabei seid.